Sattel. Moin Moin und herzlich willkommen hier noch zu einer neuen, schlägen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die mit der Warzog Mod. Freut mich, dass du hier eingeschaltet hast. Ich habe hier mal die Treppe noch ein bisschen verschönert, dass das so schön schräg runtergeht und nicht immer so abgeschrägt ist mit den geraden Blöcken, ne? Einfach ein bisschen. Hab hier ein bisschen einbrennen lassen, hab unseren Rucksack hier ein bisschen aufgeräumt. Ja, das heißt, wir können jetzt hier schon jede Menge Stahl wieder machen, würde ich sagen. Was brauchen wir einfach hier eigentlich hierfür? Messing, Lehm, Stein. Stimmt, ich kann es mir nicht merken. Aber hier ist viel Messing drin. Dann machen wir jetzt nochmal Stahl, dass wir weiterkommen, ja, weil weiter als Stahl werden wir jetzt nicht kommen für die Tag 35 Horde. So, hier machen wir erstmal wieder die ersten vier gelockt. Ne? Übrigens, wer das nicht weiß hier, je höher ich hier gehe, ja, umso mehr tue ich hier locken. Das heißt, wenn ich hier auf den Backpack drücke an der Kiste, wir zeigen es mal gerade, so kann ich ja hier mit den Pfeilen die Sachen reinwerfen, ne? Automatisch. Habe ich jetzt hier die vier, sind die ersten 1, 2, 3, 4 gelockt, ja? Heißt, hätte ich jetzt zum Beispiel Beton und Pflastersteine drin, würden die nicht automatisch hier reingebracht werden, ja? Ist ganz praktisch, wenn man zum Beispiel Benzin hat oder Munition und so weiter für seine Waffe, sodass man nicht ständig die immer wegräumt und sich fragt, wo sie sind. Passiert mir ganz oft, ne? So ist der Eder halt. So, die haben wir. 367. Hier haben wir nochmal 900. Das heißt, 1200 haben wir hier. Jetzt fällt mir gerade wieder ein. Wo sind sie? Hier irgendwo? Nein, dort. Ich mach mal gerade ganz fix. So, von der letzten Folge unsere Kommentare auf, ja? Derer haben wir 6. Ne? Dann gucken wir da mal gerade. So, ich muss das alles hier ein bisschen zusammenschieben, dass ich das schön lesen kann. Wir können währenddessen mal gucken, wie viel haben wir hier. Pflastersteine haben wir noch, Holz haben wir noch. Das müsste eigentlich reichen. So, wir haben Betonmischung. Nur noch 400, aber da hatte ich gesehen, wir hatten oben schon welche gemacht. Hier liegen noch 6000 drin. Was wir am wenigsten haben, ist echt Lehm. Da müssen wir ein bisschen sammeln gehen. Ne? So, erstmal natürlich grüßen wir alle, die hier geschrieben haben, ja. Ich mache jetzt mal gerade hier so auf, weil dann kann ich schön lesen, ja. Das sind natürlich auch alle, erstmal von Anfang, ja, wieder. Ne? Natürlich grüßen wir alle, nicht nur die, die geschrieben haben. Ja, aber die, die geschrieben haben, die erwähne ich halt persönlich, solange es noch geht und es nicht zu viele werden, ne. Es ist der liebe Achim, der Rolf, der Andreas, der Uwe, Moonshine, Andreas und Moonshine, also auch schon kleine, schöne Diskussionen. Gefällt mir, ist sehr schön, ja. Guck mal, der Achim sagt, ich hatte ja letzte Folge gesagt, die erste Fliege nervt mich, ne. So, gegen Fliegen helfen Frösche. Mag sein, ja, aber wer hält sich schon Frösche so hier auf dem Schreibtisch, dass die machen und die Fliegen fressen, ne. Ich glaube, das machst du auch nicht, Achim, aber war ganz lustig, ne. War ganz lustig. So, jetzt müssen wir erstmal hier den Hang runterfahren. Währenddessen kann ich mal gerade wieder gucken, hier. Rolf hat sich über unsere Fahrkünste hier lustig gemacht. Oder vielmehr über meine. Der Motorrad-Raudi ist wieder unterwegs. Dem Ruf wollen wir natürlich gerecht werden hier, ne? Deswegen fahren wir alles über den Haufen und bleiben überall hängen. So, ist ja gerade mal 3:30. Da haben wir noch mal Zeit. Guck hier, Wilma. Wilma will's wissen. Meng, 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 meng. Jetzt muss er erstmal wieder alles in den Speicher laden. Furchtbar. So. Sehr schön. Dann ist hier ein etwas längerer Text vom Andreas, dass man den Messbesser nicht zerlegen oder einschmeißen kann, ist relativ neu. Okay, also hatte ich doch recht. Früher ging das, ne? So, sehr schön. Da kamen wir rauf und runter. Da könnten wir jetzt eigentlich nochmal gerade gucken hier. Ich würde sagen, die eine Reihe hier, die lassen wir jetzt erstmal so, ne? Nehmen lieber mal die hier raus, falls hier irgendwer oder was kommt. So, das ist ja schon alles Stahl, ne? Wir könnten eigentlich bald schon echt hingehen. Und, sollen wir hier außen das nochmal machen? Ach, guck mal, Mac-Speck. Hallo. Das war's. Weg ist Mac-Speck. So. Sehr gut. Dann machen wir erstmal hier außen die Reihe, ja. Oben haben wir ja Beton. Haben wir ja gesagt, das reicht erstmal. Gucken, wie weit wir kommen hier. So. Während wir ein bisschen aufwerten, können wir nochmal gerade gucken. 90, aber Moment, mein Freund. So. Nehmen wir das mit. Haben wir eigentlich schon jede Menge. Dann könnten wir bald echt anfangen, bei uns das Haus aufzuwerten, ne?
um da mal weiterzumachen. Weil das ist ja wirklich noch so ein Rohbau. So. Der liebe Uwe hat noch geschrieben, die Platten haben zwar dieselben HP, aber die Schupos sehen dich dadurch. Wer oder was sind Schupos, lieber Uwe? Ich weiß nicht, was du meinst. Habe ich noch nie gehört, den Begriff. Und selbst wenn sie uns durchsehen, wir sind ja nur in der Hordennacht hier drin, ne? Das heißt... Aua, heißt das. Super, Ede. Super. Das heißt, wir sind ja sowieso immer nur unter voller Beobachtung. Und alle wollen uns ans Leder. Deswegen finde ich persönlich, ist das relativ egal. So, wir hüpfen übrigens so hoch, weil ich nach der Folge unsere Punkte hier, die wir hatten, verteilt habe. Wir sind jetzt hier auch schon bei Beweglichkeit 7 und Parcours 2. Was uns unter anderem eine Sprunghöhe von einem Meter mehr gibt, ja? Deswegen, guck mal, hier fehlen 3. Da fehlen 3. Jetzt weiß ich auch, wofür wir das Zeug wieder gebraucht haben. Die Wände müssen wir nämlich noch fertig machen hier. Aber erstmal hier. Wichtig. Da guckst du, ne? Guck, da hauen sie nämlich schön dran rum. So, genau das wollen wir haben. Ja, komm her. Super. Perfekt. Funktioniert also. Super. So. Und dann hat der liebe Moonshine noch eine Frage gestellt. Und zwar, wenn wir hier durch die Gitter schießen, machen wir die dann nicht selber kaputt. Wir gucken mal, ja. Auch wenn Andreas die Frage schon beantwortet hat. Es ist jetzt aus Beton. Es müsste, glaube ich, 2.500 haben oder so. So, wir sehen, nichts zu reparieren. Das heißt, wenn wir durchschießen, kriegen die Gitter keinen Schaden, ja. Deswegen mache ich die hier. Ganz praktisch. Dann können wir hier rausschießen, die Geier und was weiß ich, was da kommt, wegmachen. Und zeitgleich kriegen die Dinger keinen Schaden. Was, denke ich, ganz praktisch ist. So, und die sind jetzt alle fertig. Ja, dann machen wir hier erstmal außen. Ich denke, bei den Gittern reicht Beton erstmal. Ach komm, Ruhe da. Oder sollen wir erstmal die Gitter machen? Gucken, wie weit wir bei den Gittern kommen mit Stahl. So. Ah, machen wir die Gitter. Gut, wir machen nicht die Gitter, weil Stahl ist weg. Das heißt, gib mal her. Hier, Copy Shape. Jawohl. Jetzt müssen wir gerade wieder einrenken hier. Ah, da ist es doch schon. Guck. Geht ja schnell. Ist wer sauer da unten? Rollt nicht rum. Ich hoffe mal, die kommen dann zu uns hier. Und machen nicht zu viel außen kaputt. Wenn die natürlich alle nur außen stehen und rumhämmern, dann haben wir ein Problem. Aber eigentlich sollte das klappen. Bin ich ziemlich zuversichtlich. So, wir werden sehen, wir werden sehen. Upp. Weg damit. Weg damit. Da waren sie dran. Von innen. Aha. Müssen wir halt immer so ein bisschen im Kreis grinden, ne? So, machen wir das noch gerade zu hier. Dann ist es nämlich komplett hier zu. Dann sind wir hier echt fertig. Wir haben es geschafft. Bis Tag 35. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. So, gehen wir mal hin. Wenn eigentlich unsere Pflastersteine noch reichen. Ich hoffe es. Immer 10, 93. 270 müsste locker reichen. So, was vielleicht nicht so clever ist, ist, dass wir hier nach außen überhaupt nichts sehen, aber wir müssen das zumachen. Ich habe keine Lust, dass die von allen Seiten da durchspucken. Ne? Das muss nicht sein, die sollen ja auch hier in die Mitte kommen. So. Das hier noch. Junge, ist das hier hell? Warum ist das hier so hell? Kommt dann noch Licht vom Moped? Schon wieder ein Level Up. Krass. So. Bin mal gespannt, ob das Ding hier hält. Der Zombie-Tempel. Hält der die nächste Horde aus?
bin gespannt. Wir können ja mal gucken. So, Beton brauchen wir jetzt übrigens keinen mehr. Wir brauchen eine Türe. Da müssen wir mal gucken. Wir haben einen Game Stage von 134. Glatt 2500 Gegnerkills. Nice. Jetzt bin ich runtergesprungen. Ups. Ihr sollt da nicht da rumhauen. Was soll denn das? Ja. Hallo. Da hinten laufen noch zwei rum. Da läuft einer rum. War hier zufällig wieder eine Horde oder so? Könnte ich mir vorstellen. Mal gucken, was das gibt. So. Bin echt gespannt. Auf jeden Fall ist das Ding komplett aus Stahl. Wunderbar. Gefällt mir. Die Wände außen müssen wir noch aus Stahl machen, aber reicht erstmal. Weil da oben sollte ja keiner rankommen. Die großen müssten auch hier durchkommen. Das könnte eventuell, sehe ich gerade, 1, 2, 3, ich glaube, 4 sind die hoch. Wenn wir Pech haben, klatschen die uns da oben eine. Dann hätten wir echt Pech. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber jetzt haben wir das gebaut. Jetzt gehen wir erstmal zum Sammelpunkt und machen die Quest da. So mal wieder ein bisschen Action haben. Und Ballerspaß. Zip. Spannung, Spiel, Spaß und Zombie, ne? Oder wie war das? So, hatten wir ja gerade erst leer gemacht. Das heißt, wir können hier reingehen. Alles zerlegen. Was da drin? Dreckiges Wasser. Drin bleiben, säubere Gebiet. Machen wir gerne. Nehmen wir diesmal alles wieder so ein bisschen mit. Wir müssen uns auch unbedingt die, den Schlagschrauber bauen. So, was hier? Was ist das denn? Military Purify Tablets, okay. Na, müssen wir mal gucken. Ich glaube, so wirklich brauchen tun wir die jetzt gar nicht. Alter, geht das schnell. Altstoffsammlung 5, ne? So, machen wir mal 8. Wir brauchen das ja auf 10, glaube ich, ne? Ne, auf 8. Das heißt, die nächsten können echt hier rein. Nice. Zweimal Wasser. Nehmen wir auch mit hier. So, wir wieder richtig voll sind. Ein paar Items mitbekommen hier. An Schrauben, Elektrozeugs und sonstigem. So, okay. Die sind mir gerade egal. Die können wir aufmachen. So. Ich glaube, so rum war das nicht gedacht. Eigentlich solltest du hier hochkommen und hier dann mit dem Knopf mäp rausgehen, ne? Aber. Bitteschön. Dank unserem Superbohrer sind wir halt ratzifatzi da durch, ne? Das war Titan, ne? Jo, nee, Eisen war's. Alles klar. Das haben wir. Ich kann es auch wieder rausholen. Oh, guck mal, da hinten ist noch eine Kiste. Aber erstmal nehmen wir natürlich die hier wieder mit. So. Und dann habe ich mir mal einen neuen Spruch für den Schluss überlegt, ja? Denn ich finde, Ciao mit V ist aller Welt. Habe ich schon überall gehört. Ne? Haben schon etliche Leute gesagt. Gefällt mir nicht so. Habe ich mir was Schickes überlegt. Was siehst du dann gleich, wenn es soweit ist? Amberklaus. Oh. Hey, jetzt kommen hier schon die grünen Honsels. Oh, wir könnten mal hier unsere Bomben endlich loswerden. Kann man eigentlich daneben stehen bleiben oder passiert was? Ich hoffe nicht. Was hat der fallen lassen? Nice, natürlich kennen wir das wieder. Boop. Gehen die Kisten kaputt? Hoffe nicht. Kennen wir schon. Eine Schatzkarte, okay. Kannst zerlegen direkt, die brauchen wir nicht. Wo führt die Schatzkarte hin? Akzeptieren. So, dann geht's hier weiter. Ist doof, dass wir dem Riesending hier alles leer machen müssen. Wow, mal ein Rezept, was wir noch nicht kennen. Geil. Fertige panzerbrechende robotikgeschützte Munition an. Okay, kennen wir auch noch nicht. Eine 5er Stahlspitzhacke. Mhm. Nicht schlecht, wenn wir nicht unseren Bohrer hätten. Es tut mir immer und immer wieder leid, aber dank des Bohrers brauchst du die eigentlich gar nicht mehr. Das ist so übel. Plastik kriegst du ohne Ende aus den Dingern hier, muss ich sagen. So, das ist... Alter, da geht's nochmal runter.
Da geht's nochmal runter. Das wird wieder so eine, weißt du, so eine 10 Stunden XXL-Folge, habe ich das Gefühl. So, jemand hier? Nein, also hier ist leer. Da geht's hoch, da geht's runter. Hier kommst du gar nicht rüber. Wer ist hier? Wir gehen natürlich verkehrt herum jetzt, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Dankeschön. Dankeschön. So, hier nehmen wir mal alles mit. Ohne zu gucken, was da drin ist. Dosen! So, können wir die eigentlich auch zerlegen da, die Chilled Drinks? Können wir, weil nicht benutzbar. Geben wir sogar keine Gewicht. Sehr gut. Dann machen wir das natürlich. Gratis Stahl nehmen wir immer mit. Warte, warte, warte. Den hier. Dankeschön. Was kriegen wir hier raus? Kriegen wir aus denen doch Missing hier, ne? Oder? Nee, nur Metallschrott. Ich dachte, da gibt's Messing raus. Oh, dann müssen wir hier runter. Tut mir leid. Nick Speck, du bleibst, wo du bist. Juhu, noch wer zu Hause? Oh, Mr. Waschiwaschi in der Dusche. Aber was ist das so hell hier? Kommt mir das nur so vor? Irgendwie ist das verdammt hell gerade. Dann lassen wir mal liegen. Weg damit. Oh Mann. Er möchte schon gerne als Zombie enden hier. Das ist der. Bläh. Der jetzt von oben runter oder. Ich hab keine Ahnung. Da. Wo kommst du denn jetzt her? Wo kommt denn jetzt bitte her? Ich hab da extra geguckt. Na, der kann ja nur da hochkommen. Gut, müssen wir gleich gucken. Nehmen wir erstmal die ganzen hier, Schraubenfedern mit. Die gut gerne. Da oben. Ich lasse das Licht lieber mal wieder an, ja. Ah ja. So. So. Gibt ja auch EP. Machen wir gleich schon Parcours 4, dann können wir uns kein Bein mehr brechen, wenn wir irgendwo runterspringen. So, dann geht's so langsam ins Endgame. Liebe Leute, es geht ins Endgame. Zip. Das heißt, wir können schön bauen. So. Hier noch irgendwas drin? Boah. Brauchen wir das? Nö. So, die nehmen wir natürlich wieder mit. Keine Frage. Dass das eine Riesenanlage ist, ne? Ist schon krass. Hier musst du erstmal durchkommen. An der Oberfläche gekratzt hier. Ist hier hinter irgendwer? Nein. Sand. Okay. Ah, guck, hier geht's hoch. Da geht's auch hoch, aber hier geht's durch. Keiner weiß wieder, wo es lang geht. Ah. Oh, 7 Jetons, geil. Grüne Farbe, Igitt. Wird einem schlecht. So. Da waren wir. Da ist noch Müll. Was ist da drin? Nägel können wir brauchen. Können wir auch mitnehmen. So, das war's. Messing. Messing müssen wir unbedingt finden, wenn wir das alles über dieses Concealed Metal oder wie das heißt machen müssen. Krabbelt der denn da in der Ecke rum? Ist nicht richtig mit ihm.
So, sind wir jetzt gleich im Haus. Damit. Hast du gesehen, wie die aufgeploppt ist, ne? Richtig fies. So. Bitte alle der Reihe nach. So. Hier sind noch mehr Schraubenfedern. Und da. Oh, Messing kommt da raus. Sehr gut. Da auch? Nein, leider nicht. Dafür aber elektrische Teile und so. Oh, Bauplan Robotikdrohne. Wir können uns eine Drohne bauen. Nice. Endlich können wir eine Drohne bauen. Das wird lustig werden. Können wir dann direkt pickepacke vollpacken mit unseren ganzen... hallo? So, was wollte ich sagen? Die können wir dann vollpacken mit dem ganzen Medizinzeug, dass sie uns immer heilt. Das wäre, glaube ich, ganz gut. So. Hier irgendwas? Nein. Okay, hier ist wieder Glitchy Glitchson. Zip, und jetzt müsste eigentlich im Haus sein, ne? Jo, kommt her, Leute. Weg mit der Birne, brauchst du eh nicht. Nichts mehr drin, außer heiße Luft. So. Ein bisschen Blei. Das wird so unsere nächste Aufgabe sein, denke ich mal. Blei und Messing suchen, um das dann noch weiter aufzuwerten. Oh, ein bisschen Munition. Wo können wir die hier auch zerlegen? Garantiert. Jawoll! Haha! Super! So. Das ist der Dominator. Krause in der Bar. Wunderbar. Hier irgendwas. Ein Bier. Braucht doch kein Mensch. Painkiller. Sechser Wrench, okay. Kann man machen. Würde ich mal behaupten. War zwar nicht wirklich, aber was soll's. Hier wieder. Messing? Messing? Nein. Schade. So. Ich glaube, hier geht man normal rein, so, ne? Wieder ein wildes Wesen hier. Doch richtig gehört. Fiesen Säcke, ey. Die fiesen Säcke. Gib mir die. Da kommt nämlich Messing raus. Das wissen wir jetzt. So, gib mal her. Dankeschön. Guck mal, wir haben fast schon wieder Level up. Geht so schnell. So, da ist nix. Rauf gehen wir gleich. Jetzt müssen wir hier gucken. Aber hier waren wir, glaube ich, ne? Nö, in der Küche waren wir noch nicht. Na dann. Kann man die? Kommt da Messing raus? Ne, nichts. Kommt hier Messing raus? Kommen Heizkörper raus, aber aus denen machst du Messing, ne? Dankeschön. Weg damit. Ich durchsuche die jetzt gar nicht, ja. Ich weiß, das ist Verschwendung. Viele von euch machen jetzt... Ah, ne? Aber wir haben so viel Zeug. Keiner weiß mehr, wohin damit. So. Da ist noch eine... Die auch glatt übersehen, ne? Wenn kein Messing rauskommt, können wir sie auch stehen lassen. So, hier waren wir gerade eben. Was drin? Was haben wir hier? Ah, macht da gar nichts. Da macht da auch nichts. Da ist noch einer. Dankeschön. Nee.
Hier können wir noch Elektronikteile rausholen. Sehr gut, dann können wir jetzt rauf. Wilma. Was soll denn das? Da ist nichts drin. Bitte mitnehmen. 167 Messing. Vielleicht sollten wir doch immer alles durchsuchen, auch wenn ich zu faul bin dafür. Aber man sieht, was da drin sein kann, ne? So, ein bisschen Zombies Attack, natürlich. Nee, warte, wir nehmen hier. Will die endlich loswerden? Eigentlich brauchst du sie nicht. Oh. Nein, 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 zum Beispiel kaputt, ne? Jo, gut gemacht, Ede. Verdammt. Oh. Alter, einmal mit Profis. Weißt du, da findest du einen Safe und ballerst ihn erstmal weg. Junge, Junge, schlag den Typen. Verdammt, ey. Nee, nee, nee. Und sonst irgendwas hier? Nein. Hubschub. Interessant wäre ja auch mal eine Challenge mit, es tut keinen Loot respawnen, ne? Dann ist ja irgendwann Schicht im Schacht. Da müsste man dann gucken. Sind wir fertig? Tatsache. Wir sind fertig. Dann können wir raus. Guck. Müsste es nämlich hier durch und dann hier hin und ne, hier wieder raus und blub. Oder so rum solltest du da rein und dann blub, bis durchs Haus und hier unten wieder rauskommen, ne? Gut, dann gehen wir mal. Schauen wir. Die Hunde müssten bald auch wieder da sein, glaube ich. Allzu lange dürften die nicht mehr brauchen. Bis sie wieder da sind. Nichts drin, schade. Ich glaube, das respawnt gar nicht mehr, das Zeug. Guten Tag. Antibiotika können wir gebrauchen. Jawohl. Was bringt die? 800, 567. Die Armbrust bringt am meisten. Schließ mal ab. Hast du irgendein... ja, genau, da könnten wir auch mal gucken. Vielleicht hat er ja was. Wir haben ja mittlerweile 60.000 Jetons. So. Bum, 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 bum. Granaten könnten wir kaufen, Mollys könnten wir kaufen, machen wir gleich auch. Würde ich sagen, aber erstmal müssen wir uns merken, dass die da sind und dann gucken wir mal bei den anderen, ob wir irgendwo vielleicht einen kompletten Hubschrauber finden, weil hier haben wir schon ein Minimotorrad. Aber ich schätze mal, wenn er einen hat, dann werden wir den hiermit nicht bezahlen können. Der kostet mehr als 60.000, wetten wir. Schlagmann, sind wir ja Schaden, wenn wir Kolchjacken anhaben. Um mehr Blei und Messing, Spülbecken und Rohren zu sammeln, das ist instant gekauft. Weil genau das brauchen wir jetzt. Fischtacos sind uns jetzt egal. So, Schmelztiegel, Schmelztiegel, Solarzelle, okay. So, lassen wir mal. Gucken wir mal bei den anderen. Das hat natürlich gepasst jetzt, das Buch, ne? Das war richtig gut. So, die will ich verkaufen, den will ich verkaufen, das Glas kann weg. Gucken wir mal ganz schnell nach Fahrzeugen. Bam, 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 bam. Nö. Secret Stash. Buggy Accessoires, Motorradlenker, Alter, jede Menge Solarzellen, jede Menge. Bogenschießen, vollkommen egal, benutzen wir eh nicht. Erdbohrer, Erdbohrer. MD500 Accessoires, Schematik, die kennen wir aber schon. So, ein Amboss, nein. Solarpanel kostet 4.500, das könnte man vielleicht kaufen. M60 Desert Vulture, die ist ganz cool, aber nicht auf Stufe 2. Much obliged, Stranger. Ja, danke. Ne, hier tut nichts respawnen. Anything you like? Seit wir den durchsucht haben, sind bestimmt schon 30 Tage vergangen. So, zup, nix. Zup, nix. Nix, doch da sind nochmal Mollys. So, Kampfmütze, Lautsprecher, schmeiß mich weg.
Hier ist auch nichts. Ein Rad, Motorradfahrwerk, Solarpanel mal wieder. Oh, eine Solarzelle, Stufe 5. Bringen die dann mehr oder weniger? Warum kostet die 58.000 und die anderen 72.000? Hm. Okay. So, eine Kettensäge. Ne, danke. Nur Käse. Nur Käse. Also nichts, was wir gebrauchen könnten bisher. Nix. 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 Noch weniger als nix. Aufschlagzünder lassen wir mal weg. Sprengen wir uns selber in die Luft. Ein Dreier, okay. Das da ist das was. Das ist auch zum Fliegen, ne? Sonst hätten wir keinen Rotor. Denke ich mal. Dirtbike Parts, okay. Brauchen wir nicht wirklich. Knarren haben wir selber eine Sechser. Ne, das Minibike ist das einzige, was komplett hier drin ist. Ansonsten nichts. So, dann gehen wir mal ganz schnell hin und kaufen hier die Mollys und so weiter. So, Molotov-Cocktail, dankeschön. Dann Granate. 29 Granaten, okay. Nice. So, hier waren glaube ich auch welche. Welche Hunde oder was? Zack, danke. Granate. Solange wir die noch nicht selber machen können, ne? So, wie sieht's bei dir aus? Granate, gib her und Molotow. Es ist zwar relativ teuer, aber wir haben 66 Granaten, 46 Mollys und noch ein bisschen Zeug selber, ne? So, jetzt würde ich gerne hier raus. Meine Güte, du. Sagen wir 13:19 Uhr. So. Wir hatten doch noch den schicken. Was krabbelt da hinten rum? Weiß kein Mensch. Wo ist der Schatz? Nicoles Schatzkarte. Da. Mal wieder da hinten noch weiter am A der Welt. Eieieiei. Gib mal Gummi. Wir gucken, was hier rumkrabbelt. Das ist weg. Weiß der Geier, wo es hin ist. Was macht die denn hier? Und, das müssen wir mal reparieren. Das hat richtig weh getan. Nicht, dass das kaputt ist. Tschüss. Keine Zeit für sowas. Gehen wir nur fix den Schatz holen. Schauen, was da drin ist. So, komm, hoch da. Das sollte noch gehen. Wo sind eigentlich immer diese Gräben, ey? Warum? Warum? Jeder weiß es, jeder sieht es. So. 400 Meter zum kleinen Peter. Oh, hier ja voll. Holy moly. Was ein Gebirge, ey. War ja schon wieder. Wir brauchen echt einen Hubschrauber, damit wir hier weiterkommen. Sind immer feierlich. Guck dir das an. Rupp. Ah, wäh. Genau. Wäh. Sehr gut. So, was ist da vorne? Das war, glaube ich, Kohle. Ölschiefer ist irgendwie immer dabei. So, oh, guck mal hier. Hier ist wieder viel. Ja, guck, Kohle und Eisen. So, dann wollen wir was beweisen. Für Kohle und Eisen. So. Ah ja, komm her. Hat noch nicht, will nochmal. Der denn da? Warte. So. Achtung.
Noch wer? Das ist echt lustig mit dem Parcours. Mir gefällt das. So, ist er jetzt auf? Noll. Oh, wie sind die Dinger endlich mal los? Robotikgeschützturm auf 1, 9000 Jetons. Oh, nicht verkehrt. Ich weiß nicht, dieser Coyote hier, ne? Der hört sich an, wie das Vieh, auf dem Obi-Wan reitet hier in die Rache des Sith. Wo er da auf Utapau ist und Grievous jagt. Da reitet er doch auf dieser komischen großen Echse. Die macht auch so ein Geräusch, so. Keine Angst, mir geht's gut. Nur wer die Filme geguckt hat, der weiß, was ich meine. So, machen wir gerade hier Parcours 3 und 4. Perfekt. So, haben wir eigentlich das hier bei 5, 5, 4, 4? Ja, haben wir. Ui, guck mal, wie hoch wir jetzt springen. Geil, ne? Super. Ja. Quest erledigt, Schatz geholt. Base so gut wie fertig. Erfolgreicher Tag, würde ich sagen. Oh ne, was will die denn hier? Will ich trotzdem. So. Sehr schön. Das durchsichtige Nachthemd. Super. Krabbelt einfach so hier rum. Also es wird interessanter und interessanter. Und ich hoffe, wenn du es interessant findest und immer noch gerne guckst, dass du einen Daumen hoch da lässt. Ich sag wie immer ab jetzt, danke für deine Zeit. In diesem Sinne, bye.